Star Wars Celebration hat angefangen und wir haben einen ersten Teaser zu Andor, wie ich es euch gesagt habe. Und den werde ich mir jetzt hier anschauen, ganz schnell. Wup, wup, ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und ich bin mega gehypt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es den Lucasfilm Studio Showcase Panel nicht als Livestream gab, was mich sehr überrascht. Das heißt, ich versuche alles mögliche Footage irgendwo zu finden und dann anzuschauen und zu reacten. Und wir fangen an mit dem Andor Teaser Trailer. 2 Minuten lang fast. Crazy lang. Let's go. August 31st. Oh my god. This is fucking brilliant. Das ist genau das, was ich wollte. Das ist genau das, was ich wollte. Wir sehen Coruscant, Politik, Mon Mothma, die Senat, den Senat. Den wir sehen den fucking imperialen Senat. Fucking hell. Wir sehen viele Planeten. Es ist big. Es hat Scope. Es ist... Oh. Fuck. Fuck. Ich bin mehr gehypt auf Andor als auf Obi-Wan Kenobi gerade. Mon Mothma, ich liebe dich. Fucking hell. Ich habe gar nicht zugehört, was sie gesagt haben. Aber es ist so spannend, weil sie zeigen extrem viele Leute, die unter der Unterdrückung des Imperiums leben. Man sieht extrem wenig von Cassian, was ich aber irgendwie cool finde. Man sieht so Wissenschaftler. Oh fuck, das wird... Du kannst mir nicht erzählen, dass sich irgendjemand nicht auf diese Serie freut. Weil das... ist das, wie ich mir eine Star Wars Serie die ganze Zeit wünsche. So wie es in diesem Trailer rüberkommt. Man sieht so viele verschiedene Seiten. Man sieht extrem viel Imperium in diesem Trailer, was ich genial finde. Man sieht Coruscant alleine wieder. Alter, wir sehen Coruscant. Fucking hell. Von dem, was wir auch gehört haben, wird Mon Mothma so der Counterpart sozusagen zu Cassian sein. Wir haben Cassian, der natürlich der Hauptcharakter ist. Und einen großen Teil der Story hat. Aber sie ist im Mittelpunkt von so einer anderen Storyline die ganze Zeit währenddessen. Und das ist so hin und her sozusagen. Das heißt, sie ist sozusagen so ein Co-Lead von dieser Serie, was ich extrem genial finde. Und ich freue mich extrem auf Mon Mothma. Es ist echt genial. Scheiße, ist das geil. 31. August, please come sooner. Fuck, ist das geil. Uff. Ich habe nicht mehr zu sagen. Ich schaue jetzt weiter. Ich wollte hier hinten noch kurz einen kleinen Teil dranhängen, wo ich über die übrigen Informationen von Andor rede, die rausgekommen sind. Nämlich hat Tony Gilroy bestätigt, dass Staffel 1 eben, wie bereits gesagt, 12 Folgen haben wird.
Und dass die Serie insgesamt 2 Staffeln haben wird und die zweite Staffel auch nochmal 12 Folgen haben wird, welche im Herbst angefangen werden zu drehen. Und wir fangen 5 Jahre, also wir fangen Staffel 1 5 Jahre vor Rogue One an und wird ungefähr ein Jahr, glaube ich, covern. Und dann Staffel 2 wird die restlichen 4 Jahre bis Rogue One covern. Und dann die letzten Szenen werden sozusagen in Rogue One direkt übergehen. Also sind wir dann wahrscheinlich auf dem Ring von Catherine und dann wird das ganze Zeug dort passieren, sozusagen. Was ich sehr cool finde, also es hört sich sehr so an, als wenn Tony Gilroy wirklich eine sehr, sehr klare Vision hat, weiß, wohin diese Reise geht. In der zweiten Staffel wird dann wahrscheinlich K2SO auch dazukommen und dann werden wir in der zweiten Staffel so die zweite Hälfte der Story noch zu sehen kriegen. Er hat es auch so in dem Vanity Fair Interview als so ein sozusagen so ein Buch in 2 Teilen gesehen, sozusagen. Also, dass das jetzt die erste Hälfte des Romans ist, sozusagen, und Staffel 2 dann die zweite Hälfte. Und das finde ich sehr cool, dass wir auch 2x12 Folgen kriegen werden. Am 31. August fangen wir eben mit 2 Folgen direkt an. Und dann geht es eigentlich bis November, glaube ich. Das heißt, wir werden 2 Monate lang durchgehend Star Wars Content haben, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Gleichzeitig muss irgendwo in dem Zeitraum auch noch Bad Batch irgendwann dieses Jahr kommen, wozu wir am Samstag, glaube ich, mehr hören werden. Oder am Sonntag, eins von beiden. Das heißt, da wird auch noch jede Menge Star Wars dazukommen. Wir werden sehr viel Star Wars haben. Ich glaube, Staffel 2 erwartet uns aber im Jahr 2024 erst und nicht im Jahr 2023. Weil man muss sich überlegen, sie haben angefangen, Andor zu drehen im November 2020. Und wir kriegen es im August 2022. Das heißt, da sind fast 2 Jahre dazwischen. Das heißt, wenn sie im Herbst wieder anfangen zu drehen, werden wir, glaube ich, wieder ein 2 Jahre Turnaround sozusagen haben. Weil Andor im Vergleich zu Mandalorian auch eine viel aufwendigere Serie ist. Unter anderem eben 12 Folgen, aber auch die erste und bisher auch einzige Serie, welche nicht das Volume benutzt, also die Stagecraft-Technologie mit den LED-Bildschirmen, sondern sehr viel Real on Location geschossen hat, geschossen, ja, geschossen, gefilmt hat, was man, finde ich, auch im Trailer schon sieht. Also ich finde, der Trailer ist echt genial. Es gibt einen richtig, richtig geilen Vibe ab. Extrem spannende Sachen. Genevieve O'Reilly hat auch noch gesagt in einem Interview, dass Mon Mothma mehr auf der imperialen Seite zu Beginn noch ist. Also was heißt auf der imperialen Seite? Aber sie halt dadurch, dass sie im imperialen Senat tätig ist, dass man davon viel sehen wird und dass sie halt auf einer ganz anderen Seite anfängt, sozusagen, als wir sie bisher so kennen als Rebellenleaderin. Und auch Diego Luna meinte auch, dass Cassian auch komplett anders sein wird, als wir ihn in Rogue One kennen. Das heißt, das ist extrem spannend und ich freue mich extrem auf die beiden als Gesichter dieser Serie, weil ich find's spannend, dass Mon Mothma fast so ein Hauptcharakter dieser Serie ist, so wie sie es darstellen, und dass sie mit Diego Luna diese Serie führt, so ein bisschen. Weil ich finde, Mon Mothma ist ein spannender Charakter und irgendwie hypt mich das extrem. Erstens, dass wir Politik wieder zu sehen kriegen in Star Wars, was wir jahrelang nicht bekommen haben und was ich mir unbedingt von dieser Serie gewünscht habe. Ihr könnt euch mein erstes Reaction-Video sozusagen zur Ankündigung von Andor anschauen damals. Und ich habe gesagt, ich wünsche mir Politik, weil angekündigt wurde, dass eben auch Mon Mothma drin vorkommt. Und ich habe gesagt, ich wünsche mir Politik in Star Wars, gib mir den imperialen Senat und bla bla bla. Und wir kriegen das und es freut mich extrem. Und 12 Folgen lang, ich bin echt gespannt, wie lang die Folgen sein werden. Ich tendiere eher zu kürzeren Folgen, glaube ich. Deswegen werden es wahrscheinlich mehr Folgen werden. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube jetzt, wir werden keine 50, 40-Minuten-Folgen, vielleicht eher so 30-Minuten-Folgen kriegen. Aber wenn wir das 12 Wochen oder 11 Wochen lang kriegen, Alter, ich kann mich nicht beschweren und ich freue mich extrem drauf, so lange wöchentlich Star Wars zu kriegen. Genau, das ist meine Meinung zu Andor. Ich freue mich extrem. Wird geil. Wird geil, wird geil. Ich freue mich auf August. Ich freue mich auf September, Oktober, November. Und wir hören uns beim nächsten Trailer zu Andor. Tschüssi, möge die Macht mit euch sein.